Liebe Bürgerinnen und Bürger in St. Ingbert, im Januar ist eigentlich die Zeit für Neujahrsempfänge, für die besten Wünsche des neuen Jahres, die man sich ausspricht, wenn man sich im Geschäft, zum Beispiel in der Stadt St. Ingbert, trifft. Aber in diesem Jahr ist eben alles anders. Und deshalb machen wir das heute hier digital. Aber auch Sie machen es vielleicht an vielen Stellen anders als im letzten Jahr. Und ich finde, wir können auch eines anders machen. Vielleicht nicht nur ein gutes neues Jahr wünschen, sondern vielleicht ein bisschen rückblickend auf das letzte Jahr sagen, ein besseres neues Jahr 2021. Das wünsche ich Ihnen allen, vor allem mit viel Gesundheit, aber auch mit viel Hoffnung und Zuversicht. Auch wenn sicherlich die nächsten Wochen insbesondere noch schwere und harte werden für uns alle, haben wir trotzdem Grund und Anlass, hoffnungsvoll und zuversichtlich zu sein. Und vielleicht gerade in St. Ingbert, mit den vielen Zukunftsprojekten, die die Stadt nach vorne bringen kann, der CISPA Innovation Campus, der angesiedelt wird, die Unternehmenserweiterungen, die es gibt und das vielfältige kulturelle Leben, das wir gerne wieder zurückhaben wollen und wo wir auch bald wieder hoffen, zusammenkommen zu können. Also lassen Sie uns auch bei allen Sorgen und Nöten, die es gibt, an das denken, was uns was wert ist. Unsere Lieben zu Hause, aber auch das, worauf wir uns freuen. In diesem Sinne, ein besseres Jahr 2021. Ihnen alles Gute, viel Gesundheit und Glück auf.